Dass Sport wichtig ist, weiß, denke ich, jeder. Da erzähle ich keinem was Neues. Es gibt verschiedene Sportarten. Jeder kann da eine passende Sportart für sich finden, die ihm am meisten Spaß macht. Ob es jetzt Fußball, Tennis, Hockey oder was auch immer, ist völlig egal. Hauptsache, man ist aktiv und bewegt sich. Getrennt davon sollte man aber meiner Meinung nach das Krafttraining betrachten. Krafttraining ist meiner Meinung nach unersetzlich in einem gesunden Lebensstil und sollte daher von jedem regelmäßig betrieben werden. Damit meine ich jetzt nicht, dass jeder 7-mal die Woche Gewichte stemmen und zum absoluten Bodybuilder werden muss. Ein gering dosiertes, aber dafür regelmäßiges Krafttraining ist meiner Meinung nach aber absolut essentiell und die Gründe dafür möchte ich dir nun erläutern. Fangen wir direkt mit dem ersten Punkt an, der erhöhte Stoffwechsel. Die Muskulatur macht 40-50% der stoffwechselaktiven Masse des Körpers aus, ist also der dominanteste Faktor für die Stoffwechselrate, den wir am meisten beeinflussen können. Je mehr Muskelmasse wir haben, desto größer ist unser Grundumsatz, also unser Energieverbrauch bei völliger Ruhe. Bedeutet, bei gleicher Kalorienzufuhr nehmen wir bei mehr Muskelmasse langfristig ab. Hinzu kommt, dass wir während des Trainings selbst ja auch eine Menge an Kalorien verbrennen. Also ist Krafttraining eine der besten Maßnahmen, um langfristig abzunehmen. Dann die Knochendichte. Im Alter nimmt unsere Knochendichte immer mehr ab und wir werden anfälliger für Osteoporose und Frakturen, also Knochenbrüche. Bei älteren Menschen kommt es deshalb bei eigentlich leichten Stürzen schon schnell zu einem Oberschenkel-Halsbruch zum Beispiel, also einem Hüftbruch, der starke Schmerzen verursacht und die Lebensqualität natürlich auch massiv einschränkt. Das ist aber kein gottgegebener Prozess, ist also nicht einfach darauf zurückzuführen, dass wir älter werden, sondern hängt einfach damit zusammen, dass wir die Knochen immer weniger beanspruchen. In vielen Fällen kommt man da in einen Teufelskreis, weil man denkt, sich im Alter schonen zu müssen, die Knochen dadurch noch weniger beansprucht und den Knochenabbau dadurch noch weiter beschleunigt. Unser Körper ist schließlich nicht dumm. Er muss jede Struktur des Körpers mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen. Und da er evolutionär immer noch darauf eingestellt ist, dass Nahrung knapp ist, baut er Strukturen ab, die nicht benötigt werden, um Energie zu sparen. Wenn wir jetzt aber Krafttraining betreiben, üben wir einen Belastungsreiz auf die Knochen aus und signalisieren damit, dass starke Knochen benötigt werden. Wir können also nicht nur den Abbauerscheinungen im Alter entgegenwirken, sondern gleichzeitig unsere Knochendichte erhöhen und immer stärkere Knochen aufbauen. Wie läuft es genau ab? Es gibt sogenannte Osteozyten, das sind auch die Hauptknochenzellen, also die zahlenmäßig im Knochen am stärksten vorkommen. Und diese Zellen nehmen physikalische Reize auf und leiten daraus molekulare Antworten ab. Die Osteozyten nehmen nämlich die Druck- und Zugbelastungen des Krafttrainings auf und geben den Reiz an die Osteoblasten weiter. Die Osteoblasten synthetisieren dann entsprechend der Wirkungsrichtung der Belastung neue Knochensubstanz und machen den Knochen somit belastungsfähiger und bruchfester. Wenn hingegen über einen längeren Zeitraum keine Belastung erfolgt, nehmen die Osteozyten aber auch diese Information auf und leiten sie dann an die Osteoklasten weiter. Das sind wiederum quasi die Gegenspieler der Osteoblasten und die bauen die Knochensubstanz wieder ab. Das geschieht nur leider deutlich schneller als die Synthese von neuer Knochenmasse durch die Osteoblasten. Deswegen ist das auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, um die Knochendichte langfristig zu erhöhen. Dann die gesunde Körperhaltung. Wir haben heutzutage kaum noch Bewegung, sitzen den großen Teil des Tages einfach nur rum. Ich meine, das kennt man ja, gerade wenn man arbeitet, sitzt man in der Regel 8 Stunden einfach nur im Büro, bewegt sich kaum. Wenn man dann zu Hause ist, ist es in den meisten Fällen auch nicht viel besser. Dann sitzt man auf dem Sofa vor dem Fernseher oder vom Handy und hat eben auch nicht mehr Bewegung. Und daraus entwickeln wir langfristig eine sehr schlechte Körperhaltung. Liegt daran, dass unsere stabilisierende Tiefenmuskulatur, zum Beispiel die Rumpfmuskulatur und die tiefliegende Wirbelsäulenmuskulatur, einfach zu schwach ist. Und diese Muskulatur richtet unsere Wirbelsäule auf, ohne dass von außen eine Bewegung erkennbar ist. Also im Gegensatz zu der Muskelmasse, die für die Bewegung zuständig ist, die wir sehen können. Und diese tiefliegende Wirbelsäulenmuskulatur wird im Rahmen eines differenzierten Krafttrainings trainiert. So erhalten wir im Alltag mehr Körperspannung und Stabilität und nehmen automatisch, also ohne dass wir uns darauf konzentrieren müssen, die richtige und gesunde Körperhaltung wieder ein. Dadurch vermeiden wir Rückenschmerzen bzw. generell Schmerzen, die durch eine falsche Belastung entstehen können. Dann die passiven Strukturen. Gegenüber dem Krafttraining herrscht ja immer so ein bisschen das Vorurteil, dass man sich durch die schweren Gewichte die Gelenke kaputt macht und sich im Alter dann kaum noch bewegen kann. Das ist aber Quatsch, wenn man es eben richtig macht, wenn man die Übung richtig ausführt und angemessene Gewichte, das ist auch ganz wichtig, verwendet, also sich nicht überlastet, ist genau das Gegenteil der Fall. Es wachsen eben nicht nur die Muskeln, sondern auch die passiven Strukturen, also die Gelenke, die Sehnen, die Bänder,
Bandscheiben werden eben ebenfalls gestärkt und aufgebaut. Würde ja auch absolut keinen Sinn machen. Ich meine, wenn nur die Muskeln wachsen und die passiven Strukturen darauf gar nicht angepasst sind, könnten wir Bewegungen ja auch gar nicht richtig ausführen. Dadurch, dass die passiven Strukturen aber mitwachsen, erreichen wir mehr Stabilität und werden weniger anfällig für Verletzungen. Dann der nächste Punkt, das bradytrophe Gewebe. Was ist bradytrophes Gewebe? Das sind eben Sehnenbänder, Knorpel, Bandscheiben und weitere Strukturen des Körpers. Und diese Strukturen sind kapillarfrei und somit nicht an den Blutkreislauf angeschlossen. Würde auch nicht funktionieren, weil auf diesen Strukturen eben eine große mechanische Belastung herrscht durch Bewegung, der eben jede Leitungsbahn zerstören würde. Trotzdem muss das Gewebe natürlich mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden. Und das funktioniert bei bradytrophem Gewebe durch Diffusion aus umgebenden Körperflüssigkeit. Das ist zum Beispiel die Synovialflüssigkeit. Das ist eine Flüssigkeit, die von sogenannten Synosezellen im Gelenkspalt synthetisiert wird. Und die Diffusion von Nährstoffen, die diese Strukturen eben benötigen, setzen wir durch Druck- und Zugbelastung im Rahmen eines Krafttrainings in Gang. Durch Krafttraining belasten wir im Optimalfall unseren gesamten Körper in allen möglichen Richtungen und stellen dadurch sicher, dass jeder Knorpel, jede Sehne eben entsprechend mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt wird. Also hier auch ein großer Vorteil gegenüber anderen Sportarten, weil wir beim Krafttraining, zumindest wenn wir es richtig machen, ja den gesamten Körper beanspruchen und eben nicht nur eine bestimmte Muskelgruppe. Dann der nächste Punkt, die Stimulation der Lymphe. Der Punkt geht in eine ähnliche Richtung. Das Lymphgefäßsystem ist das Hauptentgiftungssystem unseres Körpers. Es besteht aus ganz feinen Gefäßen, die überall im Körper verteilt sind. Und die Aufgabe dieser Lymphgefäße ist es, die Lymphflüssigkeit aus dem sogenannten Interzellularraum, also dem Raum zwischen den Körperzellen, zu filtern. Die Lymphe enthält nämlich Bakterien, Fremdkörper, Abfallstoffe und Abfallstoffe, die natürlicherweise im Zellstoffwechsel entstehen. Also ist ein ganz natürlicher Prozess, dafür brauchen wir die Lymphe. Und diese Interzellularflüssigkeit wird ganz grob gesagt über die Lymphgefäße zu den Lymphknoten transportiert, dort gefiltert und von Schadstoffen befreit, und diese Schadstoffe werden dann über die Niere ausgeschieden. Die Lymphgefäße sind aber auch nicht an den Blutkreislauf angeschlossen. Die Lymphe wird entsprechend nicht durch den Herzmuskel durch den Körper gepumpt, sondern muss direkt stimuliert werden. Und das funktioniert wunderbar dadurch, dass wir im Rahmen eines Krafttrainings unsere Muskeln kontrahieren und sich dann wieder entspannen. Und die Kontraktion üben dann Druck auf die Lymphe aus und sorgen dafür, dass sie sich bewegt und die Schadstoffe eben abtransportiert werden. Bedeutet, Krafttraining fördert die Entgiftung des Körpers. Der nächste Punkt, Einfluss auf unser Gehirn. Im gesunden Körper lebt ein gesunder Geist. Den Spruch kennen nämlich viele, und da ist tatsächlich auch einiges dran. Denn Krafttraining hat viele positive Effekte auf unser Gehirn und unsere Psyche. Erstmal der offensichtlichste Punkt, Training baut Stress ab. Ich denke, viele von euch kennen das. Egal wie gestresst man vor dem Training ist, nach dem Sport fühlt man sich einfach gut und befreit von allen Dingen, die man vorher im Kopf hatte. Dann, Krafttraining verbessert die Durchblutung des Gehirns und regt in der Regenerationsphase auch die Bildung neuer Nervenzellen an. Dadurch verbessert sich nachweislich die Gedächtnisleistung und das Erinnerungsvermögen. Ein Faktor, den man auch nicht außer Acht lassen sollte, ist, dass wir für das Krafttraining gerade zu Beginn viel Disziplin und Willenskraft brauchen. Mit dem Krafttraining trainieren wir nämlich nicht nur die Muskeln, sondern auch die Willenskraft, weil wir uns eben überwinden müssen. Und das ist tatsächlich sogar eindeutig messbar. In unserem Gehirn gibt es nämlich einen Bereich, in dem die Willenskraft lokalisiert ist, und das ist der sogenannte präfrontale Kortex im linken Stirnbereich. Und immer wenn wir uns überwinden, stimulieren wir diesen Hirnbereich. Es werden neue Synapsen ausgebildet und der präfrontale Kortex wird sogar physisch größer, also es ist direkt nachzuvollziehen. Kann man sich also vorstellen wie ein Willensstärkemuskel, der genauso wachsen kann. Bedeutet, wenn eben dieser Bereich wächst und stärker ausgebildet wird, fällt es uns auch in anderen Bereichen viel leichter, uns für bestimmte Dinge zu überwinden, die sonst unangenehm sind. Den Effekt haben wir natürlich auch bei anderen Tätigkeiten, die Willensstärke erfordern, aber eben auch ein Punkt, der auf jeden Fall für das Krafttraining spricht, meiner Meinung nach. So, der nächste Punkt, körpereigene Antioxidantien. Erstmal allgemein, freie Radikale. Haben viele vielleicht schon mal gehört, sind Elektronenmangelverbindungen, die sehr reaktiv sind und den Stoffen in ihrer Umgebung Elektronen entziehen.
bis zu einem gewissen Grad sind sie auch nützlich und werden ja auch vom Körper völlig natürlich im Rahmen des Stoffwechsels produziert. Sie wehren dadurch nämlich schädliche Mikroorganismen ab und bauen Fremdsubstanzen ab. Wenn sie aber in großer Anzahl vorhanden sind, wie es heutzutage wirklich bei vielen Menschen der Fall ist, verursachen sie Zellschäden, schäden auch direkt unsere DNA, begünstigen dadurch die Entstehung von Krankheiten und beschleunigen den Alterungsprozess. So, wenn wir Kraftsport betreiben, ist das auch direkter Stress für den Körper und deswegen bildet er große Mengen an freien Radikalen. Von vielen wird daher gerade das als Argument dafür angesehen, keinen intensiven Sport zu betreiben und eben die Entstehung freier Radikale zu verhindern. Dabei wird aber eine Sache übersehen. Es gibt ja noch Antioxidantien. Das sind quasi die Gegenspieler der freien Radikale, chemische Verbindungen mit Elektronenüberschuss, die dadurch freie Radikale neutralisieren können. Also ja, quasi die Gegenspieler. Und diese Antioxidantien nehmen wir entweder über die Nahrung auf, dazu zählen Vitamin C, Vitamin E und viele verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe. Und zum anderen produziert der Körper auch selbst Antioxidantien, wie zum Beispiel Glutathion, Katalasen, Superoxid-Dismutasen. Also gibt es echt eine Vielzahl an körpereigenen Antioxidantien, vorausgesetzt man führt dem Körper die notwendigen Mikronährstoffe zu. Jetzt kommt aber das Entscheidende. Es hat sich gezeigt, dass der Körper nach einer sportlichen Belastung seine eigenen Antioxidantien hochfährt und sich dadurch an den Stress durch den Sport anpasst. Langfristig kann man somit die körpereigene Antioxidantienkraft erhöhen und oxidativen Stress somit senken. Und das ist meiner Meinung nach auch ein wichtiger Anti-Aging-Faktor, der dazu führt, dass muskulöse Menschen statistisch gesehen auch insgesamt länger leben. Dann der nächste Punkt, die bessere Sauerstoffversorgung. Je mehr Muskelmasse wir haben, desto mehr Sauerstoff benötigt der Körper, um diese Leistung zu bewältigen. Das Muskelgewebe benötigt für seine Leistung nämlich viel sauerstoffreiches Blut. Und als Sauerstoffspeicher innerhalb der Muskeln gibt es den Muskelfarbstoff Myoglobin. Der ist auch sehr eng mit unserem Blutfarbstoff Hämoglobin verwandt. Das erkennt man auch direkt am Namen. Und um den erhöhten Sauerstoffbedarf decken zu können, stärkt der Körper zum einen die Lungenfunktion und erhöht die Sauerstoffaufnahmekapazität der Lunge. Und der zusätzliche Sauerstoff, den wir dann über die Lunge aufnehmen, der muss natürlich auch noch im Körper verteilt werden. Und deshalb wird gleichzeitig die Zahl der Erythrozyten, das sind die roten Blutkörperchen, die für den Sauerstofftransport im Blut verantwortlich sind, erhöht. Ja, und das war somit auch der letzte Punkt. Ich hoffe, ich konnte dich damit motivieren, regelmäßig Krafttraining zu betreiben. Du musst dich nicht direkt im Fitnessstudio anmelden. Zum Anfang kann man auch viele Übungen mit dem eigenen Körpergewicht zu Hause ausführen. Hauptsache, man bleibt einfach dran und macht es zu einer Gewohnheit. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal für mehr Wissen rund um einen gesunden Lifestyle. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.